Also, wir sind hier in der Türkei und Hakan hat mir ja einen Türkischkurs gegeben, damit ich ein bisschen lerne, Türkisch zu reden. Das ist absolut unnütz, das braucht es nicht. Man muss noch ein bisschen anders lesen und schreiben. Hier in der Türkei reden sie wie in Basel ganz normal, sie schreiben einfach ein bisschen komisch oder so. Ich kann jetzt das gerade zeigen. Man versteht eigentlich alles hier, weil sie haben einfach eine Eigenheit, wie sie hier Sachen schreiben. Zum Beispiel gegessen, oder? Da kann man jetzt sehen, auf dem Päckchen, Cheeseburger hier, Sandwich, Toast und Chips, also Hamburger. Das ist eigentlich nichts, was man hier jetzt nicht würde verstehen oder so. Oder klar, der Hitzli, der heisst halt komisch, aber der Technik-Service, ist ja wohl klar, dass wir einen Technik-Service haben. Oder auch Original-Accessoires. Accessoire würde ich jetzt nicht so schreiben oder so, also, ist ja klar. Aber oder das iPhone-Kabel oder Kabel oder das Android-Kabel. Also es ist alles, wir sehen hier Türkcell. Also es ist wirklich. Es ist kein Problem mit dem Türkisch, sie schreiben einfach ein bisschen komisch. Also vergesst euren Türkischkurs, braucht es also nicht. Es ist hier alles, ich kann euch dann noch ein paar Beispiele zeigen oder so. Es ist alles super verständlich, wenn man Schweizerdeutsch redet, null Probleme. Wie gesagt, wenn man aus Basel ist, reden wir ja ein bisschen Französisch. Also Ascenseur versteht jetzt wirklich jeder. Ich würde es nicht so schreiben, aber Türkisch ist super einfach. Natürlich auch, falls du mal zum Coiffeur musst, das versteht man jetzt also wirklich. Funiculaire, wir kennen das Wort auch aus dem Französischen für Seilbahn. Ist es kein Problem zum... ja, Türkisch ist I. Klar, Boy, sie schreiben halt für Boy, schreiben sie Bay. Aber es ist etwas Gleiches, also ja, man versteht es. Sie hier natürlich sagen Goodbye. Dann meinen sie ein Good Boy, bist ein guter Mann. Also falls du in Türkei einer sagt Goodbye, heisst das nicht Tschüss, sondern es heisst guter Mann. Good Boy.